Ja, hallo, hier ist Knut, der Erklärbär von Einraumwohnung, und heute geht es um das Thema Entsorgung. Echt, es gibt wirklich schönere Themen als das Thema Entsorgung. Aber gut, wir müssen da mal ran an die Sache. Also was jemand, der noch nicht gecampt hat, zunächst einmal wissen sollte, es gibt immer zwei Kategorien von Entsorgung. Das eine nennt sich Grauwasser, das heißt Wasser vom Duschen, Abspülen, Zähneputzen, also das, was in eurem Abwassertank landet. Das andere, das nennt sich Schwarzwasser, und das muss man wirklich strikt trennen, denn nicht jede Entsorgungsstation nimmt sowohl Schwarzwasser als auch Grauwasser auf. Schwarzwasser, also eure Kassettentoilette oder wenn ihr habt so einen Tank aus der Zahaka-Toilette, dafür hat man solche Entsorgungsstationen. Die sind manchmal nicht so schön, muss man ganz wirklich sagen, oder ganz ehrlich muss man damit umgehen. Deswegen nehmen viele Handschuhe mit. Ne? Ich habe hier solche Einweghandschuhe. Dazu sei aber auch gesagt, ich finde das ein bisschen ökologischen Wahnsinn. Ja? Wir Camper, wir hinterlassen wirklich einen ökologischen Fußabdruck. Das geht bei so vielen Sachen los, dass nicht richtig getrennt wird, dass einfach viel vergeudet wird und. Ich habe Leute gesehen, die nutzen nur noch Einweggeschirr und Besteck, da kommt mir die Galle hoch. Also das lassen wir den Amerikaner machen, die mögen das sehr gerne, die nehmen das im täglichen Leben, aber bei uns bitte, weiß ich nicht. Es gibt solche Handschuhe hier, die sind gummiert, die kann man sehr gut nutzen. Und ich bin wirklich ein Freund davon, Handschuhe zu nutzen, weil das einfach, es ist schon immer eine eklige Sache. Ne? So, ich habe hier mal unsere alte Kassettentoilette mitgebracht, um euch das mal eben zu zeigen. So sieht das gute Ding aus. Wenn ihr das Ganze entleeren wollt, das hat schon ein bisschen Gewicht. Die neueren Kassettenformen, die haben jetzt alle hier so einen Griff dran zum Ziehen. Ich habe das nie genutzt, ich finde, das sieht albern aus. Aber gut, muss jeder selber wissen. So, was müsst ihr zum Entleeren machen? Gar nicht viel. Ihr dreht den Stutzen weg, ihr macht das Behältnis auf, legt das dann irgendwo hin. So, und das nächste ist, ihr versucht das da vorsichtig reinzukippen. Aber was passiert, wenn innen drin sozusagen die Luft nicht rauskommt? Es macht blub, blub, blub. Und ihr seht von unten aus wie ein Ferkel. Deswegen gibt es hier so einen Knopf, den kennen viele gar nicht. Viele wissen sich oder sind sich gar nicht bewusst darüber, dass das hier sozusagen das Lüftungsventil ist. Und dann läuft die ganze Suppe da geschmeidig raus. Also ruhig da mal gucken, ob ihr so einen Knopf dabei habt. Ja, und das Zweite ist, wenn man das dann fertig hat, dann sollte man ruhig mal diesen Schieber hier aufmachen. So, und diesen auch. Und dann kommt hier Silikon dran. Denn wenn diese Dichtung nicht mehr gefettet ist, dann habt ihr irgendwann ein Riesenproblem damit und dann muss es ausgetauscht werden und es sifft und ich würde es nicht tun. Also, das dazu. So, dann gibt es da solche Tabletten. Das waren immer so unsere Lieblingstabletten, die wir genutzt haben von Dometic. Das sind so kleine Kügelchen, die kommen da rein, lösen sich auf und dann riecht das alles ein bisschen besser, sieht auch von der Farbe ein bisschen ansprechender aus. Kann man machen. Was eine echte Schweinerei ist, dass es wirklich Camper gibt, die dieses Ding danach wie die Wilden ausspülen. Und zwar gehen die damit an den Frischwasserhahn. Ich finde das eine Unverschämtheit. Und ich sage den Leuten das auch, wenn ich sowas sehe. Dazu gibt es spezielle Wasserhähne und man muss auch nicht wie ein Wilder ausspülen. Also das reicht, wenn man das einmal durchschwenkt und dann ab damit. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das war jetzt die entsorgende Kassettentoilette.